Ja, herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde, im folgenden Videobeitrag. In diesem Video soll es um Argumente gehen zum Bereich Gold. Ich wurde immer wieder auch von euch, also von einigen von euch, angeschrieben, ob ich einmal kurz zusammenfassend weitere, ja, stichhaltige Argumente für Gold übersichtlich präsentieren kann. Und in diesem Video versuche ich, diesem Wunsch nachzukommen. Es gibt natürlich sicherlich viele weitere Argumente für Gold. Das sind nur die Argumente, die mir persönlich bekannt sind und die ich auch persönlich weitestgehend sehr, sehr einleuchtend finde. Ja, und ohne weiter drumherum zu sprechen, starten wir einmal mit diesen 28 folgenden Argumenten zur Goldanlage. Das erste Argument, was ich sehr, sehr wichtig finde, seit über 5000 Jahren der Menschheitsgeschichte ist Gold niemals wertlos geworden. Es ist und bleibt in vielen Ländern der Welt sogar ein offiziell gültiges Zahlungsmittel. Übrigens gerade zum Beispiel in den USA, im Jahre 2011 meines Wissens nach, im Bundesstaat Utah wieder als offizielles gültiges Zahlungsmittel eingeführt worden. Drittens, zunehmend begrenzt verfügbar, die Fördermenge bereits erreicht, also der Peak of Gold und laut Experten nur noch für etwa 20 Jahre abbaubar. Ich muss dazu allerdings sagen, Gold wird meiner Meinung nach auch nach 20 Jahren noch abbaubar sein, allerdings dann natürlich zu weit höheren Kosten. Also das ist hier ähnlich wie bei der Entwicklung vom Öl. Im Durchschnitt wohlgemerkt, also die Kosten werden hier nicht günstiger, sondern tendenziell immer teurer und das natürlich schlägt sich auch auf den Goldpreis nieder. Doch dazu vielleicht gleich noch etwas mehr. Ja, tendenziell kontinuierlich steigende Nachfrage, vor allem aus den größten Ländern der Welt, allen voran Indien und China, beides Völker im Übrigen mit weit über einer Milliarde Menschen. Fünfter Punkt, Gesamtkosten für Goldförderung steigen jährlich um durchschnittlich 18%. Und allein diese 18% müssen im Übrigen, ich habe es gerade schon ein bisschen angesprochen zuvor, müssen natürlich mehr oder weniger, früher oder später, auf das Gold umgemünzt werden, um überhaupt das Gold weiterhin fördern zu können. Sechster Punkt, hohes Wertsteigerungspotenzial, 14,24% im Durchschnitt pro Jahr in den letzten 10 Jahren. Hier der Zeitraum zwischen März 2003 bis März 2013 und 9,5 im Durchschnitt pro Jahr in den letzten 40 Jahren im Zeitraum von 1970 bis 2010. Also die letzten 40 Jahre im Durchschnitt 9,5% gestiegen. Und ich bin der Meinung, dass sogar die tatsächliche Steigerung bei 11, ja, ungefähr 11% gelegen ist, weil hier bereits die Abgeltungssteuer abgezogen wurde, die es bei Gold gar nicht gibt, da Gold, also Anlagegold nach einem Jahr steuerfrei ist. Also man braucht Gold nur ein Jahr lagern und es ist abgeltungssteuerfrei. Doch das hier nur ganz am Rande erwähnt, kann übrigens auch jeder von euch, wenn er möchte, zum Beispiel bei Wikipedia nachlesen, einfach mal Goldpreis eingeben und dann kannst du das auch ganz in Ruhe dir, ja, die Preissteigerung und die Entwicklung betrachten. Ja, siebter Punkt. Ich habe es auch gerade schon angesprochen, Gold ist steuerfrei, Anlagebaren sind frei von der Mehrwertsteuer. Also hier wichtig, Anlagebaren mindestens 95% Feingoldgehalt, dann ist Gold steuerfrei, zumindest in Deutschland, nach mindestens ein Jahr Lagerung, also der Spekulationsfrist. Auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich auch zuvor gerade schon erwähnt hatte. Achtens, Gold erlaubt höchste Flexibilität auf Wunsch jederzeit zurücktauschen in eine andere Währung. Ist natürlich auch davon abhängig, wo man das Ganze macht. Es gibt natürlich auch Anbieter auf dem Markt, wo feste Laufzeiten sind, was ich natürlich nicht empfehlen würde, weil gerade diese Flexibilität auch zusätzliche Sicherheit bedeutet. Wenn man zum Beispiel, was ich natürlich keinen wünsche, aber zum Beispiel in Scheidung geht oder die Arbeit verliert, dann kann diese Flexibilität sehr, sehr, ja, sehr, sehr wichtig sein. Neunter Punkt, Gold ist mobil, im Gegensatz zum Beispiel zu einer Immobilie. Somit keine Bindung an Grenzen oder an ein Land. Auch ein Punkt, der auch in der Zukunft sehr, sehr wichtig
sein kann. Zehntens gilt als ultimatives Statussymbol. Na gut, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Argument, für den einen oder anderen vielleicht allerdings doch eine schöne Nebensache. Elftens, es ist eine anonyme Anlage, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das heißt, die Kundendaten werden an keine Dritten oder Rundbehörden, Finanzämter etc. weitergereicht. Auch hier natürlich muss man gucken, wo man Gold anlegt. Wenn man zum Beispiel das Ganze bei einer Bank macht, dort ist natürlich trotz allem so, dass die Daten in der Regel weitergegeben werden. Also eine Bank ist natürlich noch aus weiteren Gründen eine schlechte Alternative. Doch auch hier, wie gesagt, der Hinweis ganz wichtig: Es kommt natürlich auch darauf an, wo man sein Gold, sein physisches Gold letztendlich auch ordert und aufbewahrt. Zwölfter Punkt, die wahrscheinlich schönste Anlage der Welt. 13. Unvergänglich und korrosionsbeständig. 14. Punkt, die härteste Währung der Welt schlechthin. Das 15. Argument, vererbbar und dabei gleichzeitig einfach aufteilbar. Auch dies übrigens ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir zum Beispiel angucken, Riester-Vorsorge und so weiter, von der lustigen Rendite, die eigentlich gar keine Rendite ist, also weit unterhalb der Inflation, mal ganz zu schweigen und uns viele andere Altersvorsorgeprodukte anschauen, dann wissen wir oder eben auch nicht, also viele wahrscheinlich denken leider gar nicht erst so weit. Doch bei einem Riester-Vertrag zum Beispiel, spätestens wenn die Person irgendwann nicht mehr da ist, also nicht mehr unter uns verweilt, dann haben die Nachfahren, also die Kinder und so weiter, nichts mehr davon in der Regel. Und Gold kann ich weitergeben an meine Kinder, und auch die Kinder können es später weitergeben. Also auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den viele Menschen leider nicht beachten. 16. Argument. Gold ist nicht beliebig vermehrbar im Gegensatz zum Papiergeld. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. 17. Punkt, ein natürlicher Sachwert. 18. gilt als bester Inflationsschutz. 19. Argument, schützt ideal vor kommenden Worst-Case-Szenarien wie Hyperinflation, Währungsreform und so weiter. Es ist eine beruhigende Komponente im Depot. Gold ist krisensicher. Steht für jeher für Macht und Reichtum. Übrigens, auch wenn wir in die Geschichte schauen, das Inka-Reich, Ägypten damals, ja, und viele andere Hochkulturen, da war Gold immer ein ganz wichtiger Punkt. Selbst damals Großbritannien, wo Großbritannien noch kurz vorm Ersten Weltkrieg die Weltmacht schlechthin gewesen ist und zur Weltmacht wurde, dort wurde auch über hunderte Jahre das Papiergeld in Gold gedeckt. Und so konnte erst auch der Reichtum erschaffen werden durch diese Sicherheit, in dem eben keine Krisen möglich waren, zumindest nicht in dem Ausmaße, wie wir sie heute kennen, seitdem Geld ja keine Deckung mehr hat. Also seit 1971 hat ja unser Papiergeld keinen realen Gegenwert mehr. Und seitdem sehen wir auch sehr viele Krisen, Dotcom-Blase, 2008, Immobilienblase und so weiter und so fort. Und das ist mit Gold, wie gesagt, so nicht möglich und somit auch kann auch über lange Zeit Reichtum und Wohlstand aufrechterhalten werden. Und das hat immer wieder die Geschichte ganz klar belegt, bei Ländern auch, die wohlgemerkt Gold als, ja, zum Beispiel im Zahlungsmittel, als Sachwert hinterlegt haben. Das 22. Argument verursacht, also Gold verursacht im Gegensatz zu klassischen Anlagen nur geringste Kosten. Auch hier muss ich natürlich erwähnen, auch hier kommt es natürlich darauf auch an, bei welchem Anbieter bin ich. Bei der Bank natürlich, auch dort ist Gold sehr, sehr teuer, von weiteren Nachteilen ganz zu schweigen. Doch bei einem seriösen Anbieter ist Gold sehr, sehr günstig. Zum Beispiel gibt es schon jährliche Depotgebühren ab 0,12% im Jahr, also sehr, sehr günstig im Promillebereich und Verkaufs- und Ankaufs. Kondition für, also ab 0,5%. Wenn man das vergleicht mit anderen Anlagen, ist Gold also in der ganz anderen Liga nicht vergleichbar. Vergleichen wir es kurz zum Beispiel mit einem Riester-Vertrag oder einer Lebensversicherung. Hier gehen gerade mal 60 bis 80% im Durchschnitt in die Verzinsung. Also, wie gesagt, die Kosten sind hier lächerlichst gering. Der 23. Punkt, der Wert erhöht sich bei Gold in der Regel in Krisensituationen um ein Vielfaches. Denken wir hier beispielsweise nur im Zeitraum von 1945 bis 1948, eine Zeit, in der es kein
Papiergeld gab. Und hier konnte man zum Beispiel durchschnittlich für 5 Gramm Gold, 1 Gramm Gold hat aktuell, glaube ich, nicht mal einen Wert von 40 Euro, man konnte sich dort für 5 Gramm Gold zum Beispiel eine Immobilie kaufen. Oder man konnte für 3 Gramm Gold, also für ja nicht mal 150 Euro, in der Regel locker eine größere Familie ein ganzes Jahr versorgen. Also in solchen Krisensituationen ist mir sehr, sehr erstaunlich, wie stark sich Gold dann in der Kaufkraft entwickelt. Das 24. Argument, Gold ist kein Investment, sondern eine Absicherung. Auch dieser Punkt ist ganz, ganz wichtig. Egal, was ich habe, ob eine Aktie, ob Lebensversicherung, ob Sparkonto, ob ich in eine Währung investiert bin, alles kann im Worst Case bis zum Totalverlust vernichtet werden. Ja, es kann komplett wertlos werden. Gold hingegen, wohlgemerkt, sichert das Vermögen ab. Es gibt Gold gibt es schon seit über 5000 Jahren, ich habe es vorhin kurz erwähnt, und es kann auch in der Zukunft niemals entwertet werden. Deswegen gilt Gold nicht von ungefähr als die ultimative Absicherung für das Vermögensportfolio überhaupt. Ja, das vorletzte Argument, Freiheit und Unabhängigkeit vom Finanz- und Bankensystem, dazu müsste ich eigentlich jetzt noch schreiben, vom Schuldgeldsystem, vom Schuldgeldkreislauf, macht sich natürlich so von diesem System unabhängig und von den Risiken. Und als letztes, im Moment, wir haben ja noch zwei Argumente, sich gerade, ich sehe oben gerade 26 glasklare Argumente für Gold, ich habe insgesamt sogar 28 Argumente gefunden, also es kommen noch ein paar weitere Argumente. Also kurz an dieser Stelle entschuldigen. Das Argument Nummer 26, Gold ist im Gegensatz zu einer Aktie, Währung, Sparkonto oder Lebensversicherung noch nie wertlos geworden und wird auch zukünftig immer einen Wert beibehalten. Also zwei Argumente kommen jetzt noch. Gilt als einzig wahre Währung der Welt und nach wie vor die beste Krisenwährung. Und auch das habe ich vorhin schon kurz erwähnt und wenn wir auch aktuell schauen, zum Beispiel einer der letzten Krisen in Simbabwe vor einigen Jahren, was dort Gold an unglaublicher Wertsteigerung erzielt hat, was Leute dort mit ein paar Gramm in Gold umtauschen konnten, ist absolut vergleichbar gewesen wie im Zeitraum 1945 bis 1948. Also hier sehen wir sehr stark, dass sich bei Gold als Krisenwährung nichts verändert hat über die vielen Jahrzehnte. Ja, jetzt sind es noch ein paar Argumente mehr geworden. Also statt 26, wie es da oben steht, insgesamt 28. Wie gesagt, es sind nicht alle. Das sind einige Argumente an dieser Stelle. Und ich hoffe, dass das für den einen oder anderen, der sich noch nicht so mit Gold auseinandergesetzt hat, als zur Absicherung, als Altersvorsorge, der hier wirklich für sich paar plausible Gründe, paar interessante Argumente findet und sich vielleicht auch dadurch mit Gold noch viel tiefer, ja, noch viel tiefgründiger mit und detaillierter auseinandersetzt. Das soll es auch schon in diesem Beitrag gewesen sein. Liebe Grüße aus Schwerin und alles Gute. Dein Matthias. Ciao, ciao.